Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endless Space 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden direkt die Runde beenden, nachdem wir in Virgo noch ein neues Bauprojekt gewählt haben. Und dann geht's hier nämlich weiter, denn der Waffenstillstand mit den Horatio läuft in der nächsten Runde ab. Und das heißt, wir können ordentlich Schiffe losschicken. Ah, jetzt. Ich dachte schon, was passiert jetzt? Gar nichts. Aber dann geht's doch weiter. So, und dann drückt mal die Daumen, dass wir ein paar Ziele finden. Okay, das muss ich mir mal anschauen. Was ist das? Das kenne ich noch nicht. Diplomatische Beziehung zu Chor der gleichgerichteten Lebewesen geändert. Achso, alles klar. Oh mein Gott. Das hat mich jetzt verwirrt, weil hier diese ganzen Dinger noch standen. Aber das sind die beiden Allianzen. Unsere Allianz und die der Gegner. Und wir haben, der Waffenstillstand ist ausgelaufen, was ich gerade noch gesagt habe. Und jetzt herrscht halt eben kalter Krieg. So, wir können das Imperium in deinem Territorium und im neutralen Bereich angreifen. Das heißt, wir können sie nicht in ihrem eigenen Gebiet angreifen. Sehe ich das richtig? Außerdem ist diese Quest abgeschlossen. Dust zu mehr Staub. Die galaxieweite Dust-Produktion sollte gesteigert werden und ist erreicht worden. Allerdings sind wir nicht in der besten Liste. Das sind diese hier, die Vodiani. Die sind tatsächlich, nee, das sind die Lumeres. Die sind tatsächlich auf den ersten Platz gekommen. Horatio auf den zweiten. Was haben die denn bekommen? Merkurit, okay. Und immerhin einer unserer Allianzpartner auf den dritten Platz. Na gut, da hat es so ein bisschen Einfluss gegeben. Nicht der Rede wert. Oh, wir sind im Krieg. Jetzt, das ist ja schön. Also, unsere Allianz ist in den Krieg gegangen mit den Cravern. So viel dazu. Ja, das sind ja auch nicht die angenehmsten Zeitgenossen. Das darf man ja wohl sagen, denke ich. Ja gut, wenn wir jetzt keinen Krieg führen können. Oh, schau mal, die haben ja auch eine Flotte mit 15 Schiffen wieder. Das sind aber alles nur kleine Angriffsschiffe. Mal der gelegentliche mittlere Kreuzer dabei. Zwei, um genau zu sein. Das ist nun wirklich nicht besonders gefährlich. So eine Flotte würde ich ja schon gerne zerstören. Und hier ist immer noch diese Anfrage sehr wichtig vom Imperium. Naja, das war vor dem Waffenstillstand. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was hier passiert ist. Also, Jedix muss was bauen. Jedix ist jetzt schon bei 72%, denen geht es schon deutlich besser. Bauen wir mal die Defensivgebäude eben. Außerdem Virgo. Auch Virgo sieht gut aus. Da werden wir jetzt die Big Data Werften bauen und danach Produktion in Forschung umwandeln. Die politische Umfrage. Ja. Die Militaristen sind nicht mehr an Platz 1, es sind die Wissenschaftler. Wir hatten ja dieses Event aktiv. Und ich glaube, das hat ganz schön Boost gegeben für die Wissenschaftler. Ist für mich aber auch in Ordnung. Solange die Kriegspartei auch noch drin bleibt, ist das alles gut. Entschuldigt bitte, da habe ich mich gerade vertan. Also die Wissenschaftspartei ist weiterhin vorne, das war sie ja immer so. Und die Kriegspartei wird die zweite sein. Das, so, das ist die Hauptsache, so muss es auch sein. Also bitte nicht verwirren lassen, das ist schon, das ist mein Fehler, da ist alles gut. Alles ist richtig so. So, Stardorus 4 muss noch kolonisiert werden. Das würde ich sagen, sollten wir mal tun. Hier gibt es jede Menge Forschung. Dauerhafter Monsun ist hier aktiv, da gibt es mehr Nahrung, allerdings auch ein bisschen weniger Zustimmung. Naja, gut, okay, aber ich denke mal, sollten wir trotzdem tun. Und hier ist noch ein altes Langschiff, das können wir verbessern für einen Betrag. Mache ich mal und dann starten wir das auch. Und dann bauen wir hier noch die Labors und was bauen wir hier noch? Hier gibt es noch viel zu bauen. Da wir hier auch Quadrinix und Orichalkix abbauen, müssen wir die Bergarbeitergewerkschaft und die erweiterten Minen bauen. Und dann können wir ja mal zurückkommen und gucken, was Stardorus dann macht.
Ja, da ist das Schiff, das gestartete. Das können wir im Grunde auch da stehen lassen. Wir können dieses noch dazu schicken von Graffias. Und ich meine, wir hätten noch irgendwo eins stehen. Nee, offensichtlich nicht. Nur dann gruppieren wir die eben und gehen in die nächste Runde. Ach, Nalien auch noch. So, Stufe 2. Na, das ist ja auch ein System hier. Wüste, Lava und Trocken. Trotzdem sollten wir so kolonisieren. Da sind die dann auch eine Weile mit beschäftigt. Bringt hier nicht so viel, aber machen wir trotzdem. Stimmt, Nalien war dieses kleine Satellitensystem. Da ist die Antimaterie. Da kommt sie her. Eine neue Quest, ein Wettstreit. Wer zuerst kommt? Das System Quardus ist seit kurzem Brennpunkt in dem galaxieweiten Kampf um Vorherrschaft. Aufgrund seiner einzigartigen Geschichte, Lage und Ressourcenverteilung interessieren sich mehrere andere Imperien für das System als mögliche neue Basis für ihre Expansion. Das ist die Gelegenheit, ihnen zuvorzukommen und diesen wertvollen Vorteil für dich selbst zu sichern. Herrsche als erster über das Zielsystem. Die Belohnung ist ja wirklich sehr mau. Das sind ja Zahlen, die einfach nur lächerlich sind. Gucken wir mal, wo das System ist. Das ist für uns völlig unerreichbar. Völlig unerreichbar. Was ist denn das für ein System? Ein Savanne, ein Gas und ein kalter Planet. Das soll strategisch von Vorteil sein. Ich meine, hier gibt es Quadrinex, okay. Zugegeben, das macht es natürlich attraktiv. Aber wie gesagt, da einen Außenposten gründen, das halte ich ehrlich gesagt für nicht besonders sinnvoll. Das Imperium sieht, dass sie Hilfe brauchen. Keine Angst, wir werden kommen. Schön. Danke, liebes Imperium. Wo brauchen wir Hilfe? Oh, hier vielleicht? Nein, das ist ja das Imperium. Sind irgendwo Feinde, die ich nicht bemerkt habe? Das kann ja durchaus mal passieren. Hier ist ein Erkundungsschiff. Nein, halt. Doch, das ist ein Erkundungsschiff. Lass sie fliegen, sag ich. Sonst sehe ich im Moment keine Gefahr. Das haben wir entdeckt. Bevölkerungszuwachs. Graffia, so der saure Regen ist verschwunden und auch hier, das ist ebenfalls abgeschwächt. Hat die jetzt noch, welche Auswirkungen hat die jetzt noch? Ah, die negativen Auswirkungen sind ganz weg, wie es aussieht. Ja, das ist doch wunderbar. Dann müsste es jetzt hier mit einer 62% ist noch nicht so wirklich super gut. Also, von wo sind die nochmal gekommen? Waren die bei 49? War Graffias das System 49? Ich hab's mir nicht gemerkt. Aber ist auf jeden Fall eine Verbesserung, ganz klar. Was können wir hier noch bauen? Die Börse der Gesteinshauergilde könnten wir hier bauen. Denn hier haben wir 3 sterile Planeten. Machen wir das mal. Und das gibt plus 5 pro Bevölkerung auf den sterilen Planeten. Wenn wir das hier zusammenrechnen, kommt schon was bei rum. Finde ich ordentlich. Immer her damit. Und danach machen wir noch die Wohlfühlstiftung. Jetzt, wo wir hier auch gerade so viel Antimaterie für haben, die ist jetzt natürlich hier reingeflossen, können wir das bauen. Und die Forschung ist fertig. Kanalisierte Antimaterie. Was nehmen wir als nächstes? Abstreitbare Operationen. Ja. Versteckte Basen. Freibeuter, Militär. Batterie mit Detonationswirkung. Was sind die versteckten Basen? Es entstehen keine zusätzlichen Laufenkosten für Söldnerflotten. Okay. Quantengedämpfte Schaltkreise. Mehr Erfahrungspunkte für Schiffe. Noch ein paar Kampftaktiken. Was haben wir hier? Weltraumschlaufe. Da gibt es die Portalverstärkung. Alle Schiffe, die durch das Portal reisen, werden positiv und imperiumsfreundlich auf sozialen Kommunikationskanälen erwähnt. Minus 50% pazifistische Umwandlungsrate auf Systeme.
dass, so wie ich das verstehe, können oder wird hierdurch die Umwandlung von irgendwelchen Bevölkerungsgruppen, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Ökos sind, zu Pazifisten verhindert oder von Kriegspartei zu Pazifisten verhindert. Das heißt, die Partei kriegt weniger Zuspruch, was ich im Grunde gut finde. Mich irritiert nur, dass da in dem Logo links das pazifistische Symbol ist. Ist das vielleicht doch umgekehrt zu verstehen? Naja, wir müssen die verbesserten Portale ja nicht bauen, oder? Sind die automatisch? Ach, das ist eine Diplomatie. Okay, das ist, glaube ich, dauerhaft aktiv dann, oder? Außerdem haben wir hier noch die Systemverbesserung. Plus 5 Zustimmung pro Anomalie. Ja, herrlich. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade sagen. Dann würde ich sagen, wir erforschen das einfach mal. Wir machen das jetzt. Gut ist. Fertig. So, ich habe Krieg versprochen gegen die Horatio, aber ich kann eigentlich... Ja, wir könnten schon. Wir könnten schon einfliegen und angreifen. Dann erklären wir halt den Krieg. Ziehen wir halt die ganze Allianz mit rein. Sind die vielleicht nicht begeistert von... Aber die Horatio müssen weg. Ich wünschte, wir hätten schon was. Oh, schaut mal hier. Was? Hier wird ja immer mehr gerade. 24 Schiffe. Ja, die fliegen gerade alle weiter. Das ist aber eine ganze Menge. Ich glaube, wir sollten vielleicht auch noch ein paar Schiffe bauen. Und wir können hier eine Aktion machen mit den Horatio. Schauen wir mal. Flotten aus dem Einflussbereich entfernen. Das können wir jetzt fordern. Und das machen wir jetzt auch. Da kriegen wir gleich eine Antwort drauf. Bin mal gespannt. So, Jedix. Die beiden Sachen sind fertig. Aquarius baut jetzt die Börse der Gesteinshauer. Birius und Jedix brauchen neue Projekte. Birius. Sehr schön. Flotten werden abgezogen. Birius. Also hier wäre ein Portal Blödsinn, weil wir schon eins in Orm haben. Von daher machen wir hier was anderes. Und zwar... Tja, was machen wir hier? Das ist eigentlich ein total sinnloses System, wenn ich das mal sagen darf. Wisst ihr was? Das ist... ein System, was wir einfach evakuieren könnten. Ich meine, da hatten wir eh schon mal drüber nachgedacht. Geht das? Ja, komm. Wir evakuieren das, denn dann haben wir wieder die entsprechend oder die korrekte Anzahl an Systemen. Der Einflusskreis geht hier noch drumherum. Das heißt, da wird, glaube ich, auch nicht einfach einer irgendwie was einsiedeln. Und Jedix? Die sind glücklich. Hier hätten wir Hyperium. Können wir die Minen bauen? Ja, komm. Sind wir schon ein bisschen runtergekommen, so von 999, was ja das Maximum ist, was wir auch immer hatten. Haben wir scheinbar schon einen Verbrauch, natürlich. Dann bauen wir das mal. Außerdem natürlich die Mikrowellenrohre. Ja, und neue Schiffe. Also so langsam werde ich den Fokus wieder auf neue Schiffe lenken. So, Birius ist entvölkert. Wunderbar. Aber in unserem Einflussbereich, das ist für mich wichtig. Schau mal, hier hat sich noch, hier haben sich die Rissgeborenen noch breit gemacht. Es kann natürlich auch sein, dass die hier jetzt hinkommen, oder? Wäre das möglich? Was ist hier? Das ist Proto-Orchidee und noch irgendwas. Waffenstillstand mit den Cravern. Ich nehme das mal an. Was soll's, oder? Und jetzt muss ich mal eben schauen. Stadorus, du sei. Seif, ich möchte Seif zurückhaben wegen der Antimaterie. So, Krieg mit. Oh, alles klar. Wir sind wieder im Krieg mit den Horatio. Horatio's plans for this galaxy do not include your desperate acts for desperate times. Your actions and words do not bring solace to the heart. We are okay, also, dann haben sich alle einmal brav gemeldet. Wir können jetzt wieder aktiv werden. Das ist eigentlich ja auch genau das, was wir wollten. Wir müssen jetzt das Bauen der neuen Schiffe vielleicht vorziehen.
Wir haben ja einige Systeme, in denen momentan Forschung umgewandelt wird. Zum Beispiel Takim. Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal ein neues Trägerschiff. 22 Runden. Nein, danke. Wartet mal. Ach, das ist... Okay, Takim ist kein sehr produktionsstarkes System. Dann bleibt es bei Takim auf jeden Fall erstmal bei der Forschung. Dann gucken wir weiter. Wie sieht's hier aus? 399 ist auch nicht viel besser. Bauen wir hier mal zwei Langschiffe. In Hese und Aliot. Aliot kann die Skyte bauen. Das dauert da nur 10 Runden, das ist schon besser, oder? So, haben wir ein paar Flotten in die Baureihenfolge aufgenommen. Und Novirus ist auch ein sehr kleines System von der Produktionskapazität, hat aber Urichalkix, das heißt, hier kommen mal die Minen noch rein, die erweiterten. Außerdem die Mikrowellenrohre. Dann vielleicht noch das, damit es ein bisschen schneller geht mit der Produktion. So. Ich ziehe das Forschungsschiff. Nein, das Forschungsschiff, die Argosy, unser Kolonieschiff, ziehe ich zurück nach Virgo. Möchte nicht, dass da was passiert. Außerdem habe ich ja gerade eine Sonde fliegen sehen von den Horatio. Die scheinen hier also auch zu erkunden. Kann natürlich sein, dass die hier auch irgendwann von diesem System nach Pleione einfliegen. Da haben wir aber ein Portal, da können wir ganz schnell Verstärkungen schicken. So, hier kommt jetzt die nützliche, oder die Anfrage für einen Angriff. Nützlich. Jetzt kommt wieder diese unsinnige, wirklich absolut unsinnige, völlig schwachsinnige Waffenstillstandsverhandlung, wobei ich mein Hauptsystem abgeben soll. Also ganz ehrlich, wer wird denn sowas machen? Ich glaube, wir müssen mal eine Flotte wegschicken. Und zwar nehmen wir hier unsere große Riesenflotte. Also, ich meine, das sind alles mittlere Schiffe, von daher ist das schon wesentlich stärker als das, was die Horatio aufbieten, und fliegen damit mal nach Seif ein. Warum? Weil wir hier gleich unterstützen werden. Aber erstmal möchte ich abfangen, was da kommt. Das ist ein Schiff. Unbekanntes Imperium. Wie bitte? Ist das ein Piratending? Plündernde Piraten, tatsächlich. Machen wir mal bewachen hier. Und wir könnten das da angreifen. Das ist ein Zivilschiff, glaube ich. Jawohl. 900 Dust. So. Liebe Leute, außerdem könnten wir natürlich einmarschieren. Seif will ich ja haben. Wegen der Antimaterie. Wisst ihr was? Wir machen das. Und wie ich sehe, verwenden die inzwischen auch Flugzeuge. Das heißt, auch wir müssen unsere Truppen umstellen. Gut, werden wir tun. Jetzt ist das wahrscheinlich nicht die ideale Voraussetzung. Unentschieden. Gut, wir müssen unsere Truppen umstellen. Ja, natürlich. Ein Angriff auf Horatio-Zivilisten ist abscheulich und ein Verbrechen gegen die Schönheit. Der ist so wunderbar arrogant und von sich eingenommen. Sehr schön. Gehen wir kurz hierher und verwalten mal. Das hier müssen wir natürlich auch noch machen. Das werden wir sofort tun. Und wir haben momentan 100% auf Infanterie, auf Panzerung meine ich. So, die Panzerung ist gut gegen Infanterie. Und die Lufteinheiten sind, wo steht das denn hier? Muss es doch irgendwo stehen. Die sind auf jeden Fall, Moment. Ja, man kann es eigentlich hier sehen. Also, diese hier, die Infanterie, ist gut gegen Lufttruppen. Diese hier ist gut gegen Infanterie und diese hier ist gut gegen gepanzerte Truppen. So, da die Flugschiffe haben,
können die natürlich schön gegen unsere Panzerung vorgehen. Wenn wir ein bisschen Infanterie reinpacken, dann kann die gegen die Luftschiffe vorgehen. Da die aber auch gepanzerte Schiffe haben, gepanzerte Fahrzeuge haben, müssen wir auch ein bisschen hiervon reinnehmen. Ich würde mal sagen, tja, was ist das richtige Verhältnis? Es ist nicht leicht, ne? Mein Gefühl sagt mir, kann ich das nicht in Fünfer-Schritten machen? Scheinbar nicht. So. Mein Gefühl sagt mir, dass das erfolgreich sein könnte. Allerdings, in modernen Kriegen ist die Infanterie nicht mehr so aussagekräftig. Ich würde daher die Infanterie verkleinern zugunsten der Luft. Der Flugzeuge. 30, 30, 40. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das gut ist. Ich werde es mal so ausprobieren. Hoffentlich ist das kein Fehler. Lass mich natürlich gerne von euch hier unterrichten. Ja, und damit beenden wir diese Folge. Immerhin haben wir den ersten Angriff schon mal gestartet. Da wird es auf jeden Fall weiter mitgehen. Wir werden hier die Rissgeborenen unterstützen bei Rotanev und dann eben so viel Schaden wie möglich anrichten. Systeme werden wir nicht mehr so viel erobern. Wir sind ja eigentlich schon am Limit hier, 17 von 17 jetzt. Aber Seif will ich wieder haben, das ist unser System und danach sehen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Dein Dr. Wolfsherz, ciao.